Einen wunderschönen guten Abend. Guten Abend. So, kleine... Das passt doch ganz gut, weil es hier dunkel wird. Wow. Ja, eben, ne? Kleine minimale Änderungen habe ich am Mikrofon vorgenommen und an der Bildqualität. Ob ihr jetzt was sehen werdet, weiß ich noch nicht. Ich hoffe es mal. Wir werden es sehen, wenn wir die Folgen hier online stellen. Jo. So, letztes Mal. Hier, da war was. Jetzt liegt wieder eine Woche dazwischen, wo wir aufgenommen haben. Ach, wir wollten was mit dem Graben machen. Ja. Nur da was? Ist jetzt auch die Frage, was? Was? Weil da hatten wir uns nicht gesagt, oder? Nö. Ich glaube, letztes Mal war ich da optimistisch, als ich das gesehen habe, wenn dieser, ich mir das jetzt... Dieser Kunde, der schaut mich immer noch an, dass ich... Tja, vielleicht will er ja was von dir. So, der Graben hier unten, naja, Ja. Schöner Graben. Cool. Ich mache hier mal Licht dahin. Wo fließt denn deine Kanalisation rein? Weiß ich nie. Da fließt ja halt hier. Ich weiß rein. Nie, ob das mit das, was damit zu tun haben wird, weiß ich noch nie. Oder man lässt ihn einfach so natürlich und macht einen Zaun drum. Naja. Das ist jetzt aber schwierig. Oder das wird der hauseigene Pool vom Hotel. Ja, das war damals auch ziemlich üblich. vielleicht fällt uns mal was ein. Wir lassen die Ecke hier mal auf. Wir haben ja wieder grandiose neue Ideen vorbereitet. Ja. Meine Idee, die mir jetzt spontan wieder einfällt, die Liste, die ich mir vorhin angeguckt habe, habe ich schon wieder längst vergessen, war eine Art Stadion. Fehlt uns. Ja, und da würde ich sagen, stimmt, das hatten wir ja. Und weil du kommst ja an hier mit Dings hier. Ja, mit Rennpferd. Ja, Rennpferd wäre ich jetzt angekommen, aber das kann man ja auch in einem anderen Gebiet, das muss ja nicht überall. Weil das passt ja jetzt hier vom Thema her nicht rein, oder? Na, was denn da? Na, wo ist man Mittelalter? Nee. Mittelalter ist doch Rennpferde gewesen. Ja, da hast du eher hier diese Turnierkämpfe hier zwischen Rittern gehabt. Ja. Ja, was willst du denn da hinsetzen? Eine Art Stadion? Ich weiß es nicht. Wie sieht eine Rennbahn aus? Na, so ein Oval, so ein Kreis halt. Du hast halt einen Start, da kommen die Pferde rausgeschissen und dann rennen sie eben mal rum. Wo? Na, da brauchen wir relativ viel Platz. Wir brauchen da jetzt Platz, das ist richtig. Die Frage ist halt, ist das in der Mauer oder ist das Stadion außerhalb? Ich würde es fast aber innen bauen. Weil wir haben hier hinten so eine riesige Fläche, die mich gerade anlächelt. Wo man das durchaus machen könnte. Nämlich unsere Feuerstelle mit der feuerfesten Tür. Die willst du jetzt wegreißen? Weiß nie. Ist halt eine Feuerstelle. Naja. Oder die kommt halt irgendwo anders mal hin. Ich weiß es nie. Oder wir reißen hier die Mauer wieder weg. Weil haben wir ja gesagt, die ist nie fest. Ja, aber jetzt ist die Frage, da haben wir trotzdem hier ein leeres Gebiet. Und um die Feuerstelle hatten wir letztens keine Idee, glaube ich, oder? Nö. Das wird ja jetzt kombiniert. Naja, gut. Eigentlich wäre es aber blöd, weil hier kommt ja eine Mauer irgendwie hin. So eine. Wisst schon, ne? Stadtmauer. Ja. Da wäre es schon ein bisschen doof, wenn direkt das Stadion da mittendrin steht. Dass das direkt in der Nähe steht, finde ich ja gut, aber. Vielleicht ist auch einfach diese Wand hier nie in Ordnung. Oder das Stadion muss außerhalb hin. Fragen über Fragen. Der Platz wird enge langsam. Was haben wir denn noch? Aber neben der Industrie ist auch blöd, oder? Ja. Da muss was Industrielles noch hier hin, finde ich. Aber da ist mir bisher auch nichts eingefallen. Hatte ich letztes Mal auch schon überlegt. Fiel mir jetzt auch nichts dazu gerade ein. Vielleicht kommt noch was. Wenn euch was einfällt, wie gesagt, sagt uns einfach Bescheid. Hinten reicht der Platz nicht aus. Wie sieht's denn hier aus? Was? Wo? Ich bin hier außerhalb der Mauer. Ein Stück aber nur. Wo bist du jetzt? Nein, in welche Richtung? Hinter der Boot? Vor der Boot? Feuerplatz. Ah, da bist du. Richtung Feuerplace. Und da bin ich an der Ecke.
Ich hab sogar was in der Hand, was leuchtet. Das müsstest du eigentlich sehen. Ach, dort. Ja. Nö, das sehe ich nicht, wenn du im Himmel bist. Ach so. Guck mal, hier diese Fläche. Man kann das ja hier ein bisschen oval ausdehnen, dass wir endlich hier nimmer dieses rechteckige haben, was mir ja eh nie so gefallen hat. Was weiß ich, dass man hier von der Ecke hier ja zu der anderen Ecke in eben ausgehenden Ovalen hier lang gehen und dann in dem Innenbereich sozusagen dort das Stadion hinsetzen, was dadurch entstanden ist. Und die Wand, die jetzt hier einfach eckig hier dumm geht, die reißt mal wieder ab. Ja. Was tagelange Arbeit war. Ich weiß. Aber scheiß drauf. Na, dann musst du zeigen, wie das Oval. Das Oval mache ich nicht. Ah ja. Das Oval. Wie kann man das machen? Das ist ja hier so eine Sache. Ich baue es mal aus Klosturm. Ich hatte auch gerade überlegt, ob man es hier neben Gasthaus macht. Neben's Gasthaus. Ah, das wird dann glaube ich nicht, ja? Das wird ein bisschen klein, wa? Der Platz. Von der Breite her? Na, vom Gasthaus jetzt bis zur Feuerstelle, die Breite ist okay, aber die Tiefe wird halt enge, weil das Paradise halt da steht. Ja, meinst du, das braucht man so, wird so riesig, das Teil? Ja, ich würde schon was Ordentliches hinsetzen. Also so ein Mini-Dingsbums, überlege mal, wenn du in so eine Rennbahn oder so reingehst, das ist ja jetzt nie so winzig. Ich fährte Rennbahn, war ich noch nie. Ja, aber du weißt ja ungefähr, wie groß ein Fußballfeld ist. Ja. Und ungefähr aber diese Größe wird das schon. Nicht so riesig, nee, oder? Nö, das nie, aber schon allein das Fußballfeld, ja? Ich weiß es nie. Weil ich sag mal, hier drüben wäre die Anbindung besser. Hier drüben hast du dann wieder so einen extra Gang, der hier hinterführen muss. Ja. Oder man sagt halt, die Mauer muss man versetzen. Naja, viel Spielraum hast du nie, aber das kann man natürlich tun. Na gut, ja, so viel hast du auch nicht. Nee, nee, hier kannst du, hinter dem Fluss kannst du sozusagen hier so rumgehen, dass die Mauer, was weiß ich, hier, wo ich jetzt mal hier drauf setze, da dann irgendwie einen Bogen macht. Und sich dann hier hochschlängelt. Und dann sich am Turm. Und dann hier an dem Turm endet. So ist es eigentlich sinnvoller. Irgendwie so. Ja. Ich lass die beiden Fackeln mal hier stehen. Dass hier die Mauer lang geht. Und da reißt mal das Stück Mauer hier weg. Das war auch nie schön. Das steht ja schon ewig. Ja, reicht das jetzt oder reicht das nicht? Dann kriegt man das schon irgendwie gebacken, denke ich. Da müssen wir halt umbauen. Ja, wir gucken mal. Irgendwie kriegt man das schon hin. Hm. Nur wie? Ich reiß erst mal ab hier weg. Ach, ja. Was denn? Nee, ich weiß ja nicht, weil wenn wir jetzt... Dann haben wir zwei Mauern wieder, die fehlen. Hä? Wieso? Hier geht doch bloß eine Mauer weg. Ja, wenn wir dann da drüben doch wegreißen, dann haben wir... Ne, die reißen wir jetzt... Was du meinst, wo ich vorhin das Oval gemähnt habe, ja, oder was? Ja, wenn wir nämlich da sagen, wenn wir jetzt hier das bauen und sagen, nee, hier reicht der Platz nicht aus, dann gehen wir doch hier rüber. Na, da drüben, hier drüben ist die Fläche größer auf jeden Fall. Ja. Ja, da setze ich es dort schnell wieder hin, wo ich schon angefangen habe. Genau, da reißen wir jetzt doch hier weg. Ja, das machen wir jetzt dorthin. Reiße ich ab der Traden. Genau. Also ab der Ecke ab. Ist, glaube ich, sinnvoller. Und dann gucken wir mal, wie wir das am schönsten machen. Schön. Zack, zack. Hab noch nie so viel weggerissen. Hi, fertig. Flickarbeiten beendet. So, bedeutet Mauerabriss. Die Mauer muss weg. Du reißt ja noch gar nicht ab, oder? Ich mache jetzt hier erstmal so. Ach, dort bist du. Ich habe jetzt hier bloß erstmal die von der restlichen Mauer getrennt. Ach so. Ja. Ich meine, man kann dann hier nämlich schräg rausgehen so ein bisschen und dann das Oval so formen, das kriegt man dann schon hin. Aber ich würde erstmal das Stadion dann bauen und dann kann man die Mauer drum rumsetzen.
Ist natürlich jetzt ärgerlich, wirklich, dass das nach, dass die hier schon so steht und so, aber naja. Aber sie stand. Ja, sie war mal kurz da. Sie war da und ging. Von dannen die Mauer aus Bemdorf. Ich denke mal, die Mauer werden wir am Ende noch oft mal hin und her bauen. Ja, sowieso alle Ecken. Auch gegenüber, dort wo die Erntemaschine ist, dort geht mir die Mauer auch viel zu gerade lang. Das wird sie auch nochmal ändern, denke ich. Ja, aber alles rund machen würde ich auch nicht. Nee, aber ein bisschen in die Tiefe oder hin und her. Also trotzdem alles gerade machen kannst du auch nie. Also ich habe noch nie eine richtig gerade Stadtmauer irgendwo gesehen. Na, war, mit Ecken drin. Aber die war immer leicht oval. Ja? Ja, muss ja nicht viel sein, weißt du? Kann ja mal ab und zu. Oval trittst du halt ja nicht hin, du musst... Nö. Ach, das kriegt man schon gebacken dann. Das wird. So, da reißen wir heute mal eine schöne Folge lang ab. Wer wollte das noch nie sehen von uns? Abriss. Selten. Seltenst, ja. Wir bauen ja auch so wenig. Zack, 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 meistens zack, zack. Bauen wir ja eher auf. Ja. Das ist ja das. Deswegen reißen wir heute mal was ab. Na gut, das Hexenhäusel haben wir vor kurzem abgerissen. Stimmt, in einer langen Bauserie. So. Mist, das ist jetzt doch nichts Neues für euch. Shit, wir dachten, wir können euch jetzt was Tolles bieten. No. Naja, irgendwas ist was ja immer. Absolut Neues, was es noch nie gegeben. Ja. Ja. So, die Mauer ist gleich weg, die Kleine. So lange dauert das ja dann doch nie. Würde ich jetzt mal behaupten. Oh, doch. Das, was du ewig aufgebaut hast. Na gut, ewig hast du auch nie aufgebaut, aber. Doch, und was hast du in der Zwischenzeit gemacht? Ich weiß ja auch nicht mal, was du gebaut hast in der Zwischenzeit. Das Kartenhaus? Nee. Nee, es kann aber sein, dass du da die Erntemaschine gebaut hast in der Zeit. Das kann durchaus sein. Die ja. Hat sich ja so ewig hingezogen. Ja, wie die Brauerei. Das sind auch etliche Folgen gewesen. Ja? Ja. Nur da haben wir bestimmt 3 Aufnahmen mindestens gemacht. Stimmt. Ja, sind aber die ist was geworden. Ja. Wurde und zwar gesagt, dass die aussieht wie ein Knast. Aber was? Das verstehe ich nie so ganz. Nein. Das finde ich jetzt auch nie. Hahaha. Weil eigentlich, ich wüsste nie, wie ich sonst eine Brauerei darstellen soll. Wenn man sich jetzt mal unsere Brauerei hier anguckt, die wir hier haben bei uns, dann würde er wissen, dass es wirklich so aussieht. Ja. Fast. Fast. Du hast keine Trankstube unten drin im Keller. Doch. Mhm. Stimmt. Ja. Mhm. So, die Mauer, die setze ich hier erstmal. Ist der Pilzanbau dort unten eigentlich noch? Der Pilz am was? Na, wo wir hier Netherpilze angebaut haben. Ist das dort drunter? Das ist auch mit dort unten, ne? Du hast gut, die eine Seite mit dem Braustand und die andere Seite mit den Netherpilzen. Achso. Na gut, und sowas hast du ja auch nicht unbedingt in der Brauerei. Doch. Klar. So, die Mauer ist hier gleich weg, komm. Das schaffen wir noch. Bloß ist es in Wirklichkeit halt Steinpilze, die sie dort anpflanzen. Ja. Und die haben wir hier leider. Shit, haben wir. Nee, haben wir nie. So. Zack, 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 zack. Ja, mit der Stadtmauer. Also die verfolgt uns ja schon ewig, muss ich mal sagen. Zu dem, was wir angefangen haben. Wow. Ja. Ich weiß gar nicht, das ist ja bestimmt seit Folge um die 300 vielleicht. 200? Auch schon eher, hä? Ich weiß es nicht mehr. Also auf jeden die Fall. Die haben wir doch relativ. Natürlich, da war es. Das ging ja los. Als es losging. Ich überlege gerade, welches das erste Tor war, was wir gebaut haben. Das, was rausgeht da. Bei Paddelgedenkmal da. Das war das erste? Das war das erste, ja. Danach, der Blumentopf stand bloß eher da und darauf haben wir dann einfach mal ein Tor gemacht. Ja, hast du gemacht. Naja. Mit welchem Sinn hat dieses Ding? Die gehören einfach dazu inzwischen. Ja. Vor allen Dingen, wir reden hier die ganze Zeit von irgendwelchen Realismus. Und bauen dort einen Blumentopf. Aber ich seh's mit Blumentopf. Ja, das fällt mir jetzt gerade auch mal so ein bisschen ein, aber was soll's. Naja, irgendwo muss ich es immer entlehnen. Ja, ist ja unser,
Ist dann statt man das Blumentopfdorf oder so eine Nebendorf? Na gut, und so hätte es damals, glaube ich, auch kein Dorf genannt. Bemdorf? Gibt's bestimmt. Muss mal googeln. Bemdorf. Gibt's ja, bestimmt. Aber am Ende gibt's das wirklich schon sein. Ja, ja, ich denke schon. So, da ist die Wand hier weg. Ja, da ist ja gar nicht mal so viel. Naja. So. Schön. Da haben wir's ja fast. Das heißt, wir sind hier wieder ungestützt. Ungestützt, ja. Ungestützt sind wir hier, ja. Genau. So, das lassen wir erstmal zu. Gut, ja, siehst du, und schon haben wir hier eine Folge wieder voll beendet, nur damit, dass wir hier eine Wand gemacht haben. Das ist die nächste Folge Roden. Dann geht's mit Roden weiter. Bis dahin. Tschüss. Ciao.